11:33 live und herzlich willkommen. Mein Name ist André Zalbertus. Bestes Wetter hier am Samstag in Düsseldorf am Rhein. Warum stehe ich hier? Es ist erstens ein wunderschönes Fest. Hier wird allerlei angeboten, vor allen Dingen auch zu essen und zu trinken, was Frankreich ausmacht. Und hier sieht man eben auch, wie traditionell die deutsch-französische Freundschaft ist. Und auch deshalb bin ich persönlich ein Freund des wahren Europa. Ich bin gestern Abend hier schon mal durchgegangen. Es war ein wunderschöner, sonniger Sommertag. Ja? Und die Leute haben das genossen hier. Das tun sie seit vielen Jahren. Und dieser Markt hier am Rhein, dieses Fest ist sehr beliebt. Da muss man sich ja mal erinnern, dass das nicht immer so war. Der Erste Weltkrieg, da haben Deutsche und Franzosen hasserfüllt gegeneinander gekämpft. Und im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen leider erstmal Frankreich einfach mal so überfallen. Wäre also Grund genug, dass wir uns heute nicht mögen. Aber hier sieht man, wie stark die Nachbarschaft, die Freundschaft ist. Und ich sage ja immer, beim Essen und Trinken ist das immer am besten. Wir sehen im Hintergrund hier, da sind verschiedene Stände mit schönsten Lebensmitteln. Hier kommt gute Stimmung auf. Und ich vermute, dass gestern Abend hier eine Menge Wein getrunken ist und auch sehr viel miteinander gesprochen wurde. Was kann es besser geben als miteinander sprechen? Ich wollte heute mit euch ein wenig sprechen über Ideen. Mir ist gestern etwas aufgefallen hier, wo ich sagte, wow, das ist eine klasse Idee. Wie ist man darauf gekommen? Und vor allem mit einfachen Mitteln. Ihr wisst ja, dass ich in der Vergangenheit hier in den letzten Wochen oft mit Enten gearbeitet habe. Und gestern habe ich hier die Ente meines Lebens gefunden hier, wo ich wirklich sage, ich habe gelacht und gesagt, ihr habt eine tolle Idee, kommt mal mit, ich zeig's hier euch. Also, wer lässt grüßen? Axel lässt grüßen. Axel, hallo Axel. Bud Fox. Jetzt habe ich heute mal einen Souffleur hier. Übrigens, Mrs. MacGyver hat heute mal frei. Wir grüßen sie. Die hat morgen auch frei. Am Montag wird sie wieder in Zug haben und ist wieder bei uns. Also, ich habe jetzt hier einen Souffleur. Hallo Bud, hat Axel. Die Idee, eine Ente, kennt ihr alle? 2CV für die Älteren, die Jüngeren kennen Sie vielleicht noch nicht, das ist ein französischer Wagen, der fällt besonders auf durch diese Kotflügel, durch diese Formen, die Kurven einfach da. Und hier ist sozusagen eine Kreppbude, die in dem 2CV gebaut wurde. Da ist quasi das Faltdach abgesägt worden und der Verkaufsstand ist dann in diese Ente hineingesetzt worden. Ich stand da gestern vor und sagte, was für eine geniale Idee, da muss man erstmal drauf kommen. Und wir haben schon mal miteinander verhandelt, ob wir nicht auch in Zukunft die ab und zu auch nutzen können. Wir gehen mal ein Stück hier durch und zeigen dann dabei, nochmal für die Nichtkenner hier vorne dieses, das ist diese aufgesetzte Lampe beim 2CV. Hier scheint die Sonne ein bisschen unterschiedlich hier. Dann hier die kleine Windschutzscheibe. Wer schon mal gefahren ist, weiß, die Gangschaltung ist rechts neben dem Lenkrad. Und unten ist viel Platz, weil da kein Schaltknüppel ist. Und wie gesagt, das Faltdach, wir kommen mal ein Stück hier weiter. Jörg Balters, hier hinter der Kamera. Jetzt zeigen wir nochmal hier von der Seite, gehen wir noch einmal rein hier, was das für ein wunderschöner Verkaufsstand ist, mit einfachen Mitteln gemacht. Ich vermute mal, dass da irgendwie ein Schlosser dann Hand angelegt hat, um diese schönen Dinge zu bauen. Stichwort Ideen, wir gehen ein Stück weiter und ich zeige euch den schönen Rhein. So, 3 Meter entfernt, blauer Himmel hier am Rhein und ich liebe ja den Rhein, weil das Wasser fließt und beim Stichwort Ideen, wenn die Ideen im Kopf fließen, dann haben wir eben solche Möglichkeiten. Und man spricht miteinander. Er sagte hier, er hätte mit seinem Freund zusammengesessen und dann wäre irgendwann diese Idee entstanden. Jetzt hat gestern der Chef von Vodafone Deutschland, der Chef von Vodafone Deutschland, der hat gestern etwas über Ideen gesagt und das lese ich euch mal vor. Muss ich erst mal umdrehen. Also, der hat befürchtet, dass es einen Exodus der Ideen in Deutschland geben könne, also einen Weggang der Ideensuche in Deutschland. So, jetzt haben wir hier, wir gehen mal hier zum Rhein. Oh, jetzt werde ich hier überfahren vom Fahrrad, dabei liebe ich Fahrrad. Anderes Thema, Radau. Was sagst du? So, jetzt stehe ich in der Sonne hier. Ich lese mal vor. Der Vodafone-Chef, wenn in kleinen Ländern wie Israel genauso viel Wagniskapital bereitsteht wie in Deutschland, dann sollte uns das zu denken geben. Was heißt das? In Israel, gibt er das mal wieder hier? In Israel gibt es nur 8 Millionen Einwohner und die haben genauso viel Wagniskapital wie in ganz Deutschland mit 80 Millionen. Und da sagt der Vodafone-Chef, da stimmt doch irgendwas nicht. So, jetzt gehen wir mal ans Wasser hier. Komm. Also ich bin natürlich heute auch wieder mit dem Rad gekommen, mit meinem Zweitrad, einem Hollandrad. Und wie ihr seht, ich habe hier die 2 Enten, das ist ja unser Maskottchen. Und in Zukunft werdet ihr noch den Apfel immer wieder entdecken.
Bei uns geht es nämlich in Zukunft auch um Gesundheit, um Bewegung. Und insofern gewöhnt euch an den Apfel. Da hatten wir nämlich wieder eine Idee. Was es mit dem Apfel auf sich hat, das werden wir euch in den nächsten Wochen dann erläutern. Noch einmal zu dem Thema Israel und Deutschland. Ich war 1985 als Student in einem israelischen Kibbutz. Damals, 1985, ist mir schon aufgefallen, dass die in Kindergärten sehr viel schon mit den frühen Computern gearbeitet haben. Und insofern kann ich mir heute gut vorstellen, warum so viele Start-ups in Israel heute mit viel Geld ausgestattet, tolle Ideen haben, ganz schnell Firmen entwickeln, die dann für Milliarden auf dem Weltmarkt verkauft werden. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum ich ein Hongkong-T-Shirt heute anhab. Das ist kein Zufall, sondern es gibt heute drei Länder, die weltweit in den neuen Technologien, in den digitalen Technologien ganz weit vorne stehen. Amerika, Silicon Valley, ist klar. Israel, die verkaufen jede drei Monate eine Firma für Milliarden auf dem Weltmarkt und entwickeln dann gleich wieder neue. Und China. China ist in vielen Bereichen mittlerweile schon die Nummer eins, in künstlicher Intelligenz beispielsweise. Und wer Zeitungen gelesen hat, der hat vielleicht gehört, die Chinesen bauen in Erfurt oder um Erfurt herum eine Batteriefabrik. Das ist ja eigentlich ganz gut, bringt Arbeitsplätze. Aber Frage, warum müssen das die Chinesen machen? Warum baut das keine deutsche Firma? Weil wir zu oft geschlafen haben und einfach, wir leben ein bisschen zu bequem und wir belächeln Ideen oft. In der letzten Woche habe ich ja so einige Kioskbesitzer auch interviewt. Vielleicht erinnert ihr euch an das Pausenbrot. Er hat uns unter der Hand erzählt, wie viele Schwierigkeiten er mit den Behörden gehabt hat, um sein kleines innovatives Unternehmen auf den Weg zu bringen. Wir selbst, und das ist zum Schluss jetzt, wir selbst mit unserer Idee hier von Cybertus TV, unsere Mutterfirma sitzt in Vancouver in Kanada, weil wir dort einfach bessere Möglichkeiten gefunden haben, um diesen Sender hier weltweit auszubreiten. Das wollen wir nämlich. Irgendwann haben wir hier frustriert gesagt, wir haben hier nicht genug Unterstützung, nicht genug Möglichkeiten. Wir lieben Deutschland, wir lieben Made in Germany, aber wir haben dann einfach in Vancouver Möglichkeiten gefunden, uns dort zu positionieren, sodass unsere Mutter in Vancouver sitzt. Ja, Ideen, und ich wollte dem Vodafone-Chef einfach mal danken, dass er darauf aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, dass wir schon in Kindergärten, in Schulen, Universitäten viel mehr auf die einzigartige Geschwindigkeit hinweisen müssen, die sich da gerade in der digitalen Welt, in der Biologie entwickelt sich wahnsinnig viel. Die Gentechnologie, die künstliche Intelligenz und die Roboter, da müssen wir viel schneller agieren, sonst könnten wir eines Tages wirklich im Hintertreffen sein. Grüße an Jörg, Marcel und André, die live zuschauen. Grüße Marcel, Jörg und André. Herzliche Grüße hier vom Ufer. Jetzt habe ich ein bisschen meine Samstagsansprache hier gehalten, aber mir liegt das wirklich auf dem Herzen. Wir müssen einfach Ideen mehr wahrnehmen und wir müssen wirklich dieses Thema Computer viel mehr verankern. Hier gibt es ja in Deutschland einen Professor, ich glaube, der heißt Manfred Spitzer, der will uns ja immer erzählen, Computer sind Teufelzeug, sind schädlich. Es kommt immer auf das Wie an und wie lange. Und wir haben gestern über Sport gesprochen. Wenn man lange am Computer sitzt, dann muss man auch wieder raus an die frische Luft und sich bewegen. Aber Computer zu verteufeln, damit verteufelt man die Zukunft auch der Menschheit. Das ist totaler Quatsch. Und ich bin immer wieder erschrocken, dass das ein Bestseller-Autor ist. Wie gesagt, 1985, die Israelis im Kindergarten herangehen an den Computer. Das Letzte, Unternehmertum ist heute wichtig. An den Unis habe ich das Gefühl und an den Schulen wird Unternehmertum immer noch verteufelt. Das sind Ausbeuter etc. Ich glaube, das ist großer Quatsch. Die Israelis fördern Unternehmertum und im Silicon Valley sowieso. So, jetzt will ich euch aber heute in das schöne Wetter entlassen. Wir zeigen mal hier, so jetzt mal entspannen wieder. Vielleicht krieg ich am Rhein immer gute Ideen. Da drüben ist die Düsseldorfer Kirmes. Die fängt, wann fängt die an? Nächste Woche, Samstag, glaube ich. Freitag. Und hier der Rhein, wunderschön, blauer Himmel. Ihr habt irgendwo in Deutschland oder wo immer ihr auf dahin kommt, Schiffe bewegen sich, die zeigen wir mal. Habt ihr Wasser, geht ans Wasser, schaut euch die Natur an. Hängt natürlich nicht nur am Computer, sondern in der Zwischenzeit entspannt ihr euch. Und ihr werdet merken, beim Wechsel von Computer und Natur und sich bewegen, das kommt in Zukunft häufiger. So, jetzt hinter uns seht ihr hier den Rheinturm. Dann kommt euer Gehirn richtig ins Fluss. Und nochmal mein Appell für Ideen, lasst Ideen zu, nutzt den Computer auch. Wir sind ja hier bei Facebook, da kriegt ihr viele Anregungen, wenn ihr es richtig macht. Und wer will, wir haben auch in Zukunft ein paar Kurse im Plan, wo ihr lernt, wie das geht, Ideen zu finden. Das ist nämlich wirklich wichtig. Die Welt wird sich dramatisch verändern. Und wir nutzen es zum Guten. So, jetzt
Da kommt eine Zustimmung, danke. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Heute Abend Fußball, spannend, Russland. Apropos Russland, warum machen wir eigentlich nicht mal ein Russlandfest? Ich glaube, dass wir sehr viel gemein haben mit den russischsprachigen Menschen. Wisst ihr übrigens, dass wir fast 4 Millionen Menschen hier in Bürger in Deutschland haben, die aus den ehemaligen Sowjetrepubliken kommen? Fast 4 Millionen. Wenn es ein Frankreichfest gibt, sollten wir auch mal ein Russlandfest machen. Na, da kommt Daumen hoch, das finde ich gut. So, jetzt mach viele Daumen hoch. Also, dann starten wir einfach mal das Produkt Russlandfest. Ich finde ein Frankreichfest super. Meine Schuhe, ja, die also, nehmen wir mal als Idee heute von dieser Live-Sendung mit ein Russlandfest. Ich glaube, da werden sich jetzt viele melden, die da schon ein paar Ideen zu haben. Ich sag mal tschüss hier live 11:33 aus Düsseldorf und ich merke gerade, das Russlandfest hat wohl ins Schwarze getroffen, da kommen viele Likes und genießt den Samstag. Ich drücke den Russen heute Abend die Daumen natürlich da. Ich war ja 4 Jahre dort und kenne fast alle Republiken der ehemaligen Sowjetunion und ich finde Fußball und Essen, das verbindet, trinken natürlich auch. Müssen wir Wodka trinken auf jeden Fall und ich werde heute grillen. Ich bin bei Freunden eingeladen, die auch aus St. Petersburg kommen. Elena, ich winke dir schon mal zu. Ich freue mich sehr, heute Abend bei euch zu sein. Wir bringen einen Amerikaner noch mit. Insofern, was gibt's Besseres als Freundschaft zwischen den Völkern? So, jetzt macht's gut. Bis morgen. Tschüss.